Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. 1962 entstand Wolfgang Hildesheimers Zwei-Personen-Stück Unter der Erde. In der Regie von Heinz von Kramer hören wir die Schauspieler Ruth Hellberg und Heinz Renke. Was tust du da? Siehst du nicht, dass ich sehe? Jetzt sehe ich es. Und was siehst du? Rettiche. Rettiche? Warum erstaunt dich das? Weil du keine Rettiche zu züchten verstehst. Woher weißt du das? Bisher sind sie nie gut geworden. Bisher? Ich sehe Rettiche, um festzustellen, ob sie nicht doch einmal gut werden. Außerdem isst du doch Rettiche gar nicht. Weil sie nie gut sind. Bisher hast du auch gute Rettiche nicht gegessen. Sie waren mir nie gut genug. Was verleitet dich zu der Hoffnung, dass sie diesmal gut werden? Nichts. Und dazu noch so gut, dass selbst du sie magst? Nichts. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie doch einmal gut werden. Man kann beinahe sicher sein, dass etwas, was jedes Jahr schlecht gewesen ist, nicht plötzlich eines schönen Jahres gut wird. Beinahe sicher, aber nicht ganz sicher. So gut wie sicher. Ebenso gut könnte man annehmen, dass etwas, was jedes Jahr schlecht gewesen ist, eines schönen Jahres gut werden muss. Du meinst, was lange währt, wird endlich gut? Das sind nicht meine Worte. Aber deine Gedanken. Meine Gedanken widme ich anderen Dingen. Den Rettichen widme ich meine Freizeit, mehr nicht. Ich verstehe dich nicht. Das weiß ich seit Jahren. Aber lass uns jetzt nicht darüber sprechen. Ich verstehe nicht, warum du ausgerechnet das tust, was keinen Erfolg verspricht. Meine Liebe, auf dem Gebiet der Rettichzucht habe ich den Erfolg nicht nötig. Daher kann ich es darauf ankommen lassen. Es wird eine Enttäuschung geben. Diese Möglichkeit muss man einbeziehen. Ich würde eher sagen, mit dieser Wahrscheinlichkeit muss man rechnen. Wenn du so willst. Ich widerspreche dir nicht. Du hast noch nie Rettiche gegessen, die dir geschmeckt haben, sagst du? Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran. Woher weißt du, dass sie dir schmecken werden, selbst wenn sie gut sind? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Es gibt immerhin Leute, die Rettiche sehr gern essen. Vielleicht werden es wunderbare Rettiche. Und du wirst feststellen, dass du gerade die Wunderbaren am wenigsten magst. Ich stelle fest, dass du die Möglichkeit wunderbarer Rettiche nicht ausschließt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Nun gut, mir genügt die geringe Wahrscheinlichkeit. Warum säst du nicht etwas, von dem du weißt, dass es gut wird? Zum Beispiel... Spinat. Den habe ich bereits gesät. Außerdem, man kann nie wissen, ob etwas gut wird, selbst wenn es jedes Jahr gut geworden ist. Aber etwas, was jedes Jahr gut geworden ist, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder gut als etwas, was niemals gut geworden ist. Ebenso gut könnte ich sagen, dass etwas, was jedes Jahr gut geworden ist, eines schönen Jahres schlecht werden muss. Das sagst du nur, um mir zu widersprechen. Sprechen wir jemals miteinander in einer anderen Absicht? In Wirklichkeit... Glaubst du nämlich selbst nicht an deine Rettiche? Kein Mensch glaubt an Rettiche. Außerdem sähst du falsch. Falsch? Du musst mit der Hacke eine flache Furche ziehen. Nichts anderes habe ich getan. Dann musst du den Samen dünn in die Furche streuen und ihn mit wenig Erde bedecken. Wie du siehst, tue ich das gerade. Die Furche ist nicht flach genug, die Erde ist nicht locker genug. Und du streust viel zu dick. Gib mir die Hacke. Was willst du tun? Ich helfe dir.
Du meinst, dass du dir einen Teil des Verdienstes erarbeiten möchtest, sollten die Rettiche sich als wunderbar herausstellen. Diese Wahrscheinlichkeit bleibt immer noch gering genug. Jedenfalls muss die Erde lockerer sein. Siehst du? Ich bin sogar auf einen Stein gestoßen. Einen großen Stein. Hast du denn nicht zumindest umgegraben? Umgegraben? Natürlich nicht. Ich dachte, das hätte Lattmann getan. Ach, Lattmann hat sich um anderes zu kümmern. Wozu, wenn ich fragen darf, ist er dann unser Gärtner? Er weiß, dass du die Gemüsebeete gern selbst bestellst. Er sollte wissen, dass ich keine Zeit habe, sie selbst umzugraben. Es schadet dir aber nicht, selbst umzugraben. Es steht dem Gärtner kaum zu, das zu beurteilen. Du wirst zu dick. Möchtest du damit sagen, dass dies Lattmanns Überlegungen sind? Es sind meine Überlegungen. In anderen Worten, du hast ihm gesagt, er solle hier nicht umgraben. Du weißt, dass er in diesen Wochen mit den Obstbäumen vollauf beschäftigt ist. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Entschuldige. Ich wusste nicht, dass du etwas gefragt hast. Der Stein scheint riesig zu sein. Er ist überall. Ein Monolith, wie es scheint. Du hast auf Stein gesät. Vielleicht sind deine Rettiche nie gut geworden. Weil du immer auf Stein gesät hast. Hätte ich immer auf Stein gesät, so wären sie überhaupt nicht gekommen. Aber sie sind ja gekommen. Außerdem standen sie letztes Jahr an einer anderen Stelle. Und was hast du an dieser Stelle gesät? Das weiß ich nicht mehr. Der Stein kann doch nicht seit letztem Jahr hierher gekommen sein. Das habe ich auch nicht behauptet. Sieh ihn dir an. Er ist so groß wie das ganze Beet. Du kannst die Hoffnung auf Rettiche unter ihm begraben. Das werde ich nicht tun. Ich werde ihn entfernen. Allein? Das schaffst du nicht. Ich werde Lattmann unter den Obstbäumen hervorholen. Erst beim Essen. Woher weißt du das? Weil es Essenszeit ist. Diese Logik hat etwas Zwingendes. Ich werde es also allein versuchen. Nein, es geht nicht. Das habe ich dir gleich gesagt. Du hast mich einmal wieder richtig eingeschätzt. Sieh einmal. Was? Hier, unter dem Stein. Ein Loch. Und was für eines? Was ist daran so seltsam? Im Obstgarten unter einem Birnbaum ist auch ein großes Loch. Aber dieses ist größer, viel größer. Es ist eine Höhle. Wenn es hier eine Höhle gäbe, so wäre das Beet darüber längst eingestürzt. Dennoch ist es eine Höhle. Wahrscheinlich führt sie sehr steil nach unten. Gib mir die Hacke. Was willst du tun? Der Sache auf den Grund gehen. Und zwar im wahren Sinne des Wortes. Und wo willst du die Erde aufschütten? Hier links. Siehst du nicht, dass ich da Salat gepflanzt habe? Dann rechts. Dort hast du, wie du sagst, Spinat gesät. Er ist mir nicht so wichtig. So? Ich habe immer gedacht, Spinat sei dir sehr wichtig. Dieser Stein liegt auf etwas auf. Auf einem Loch, wie du soeben festgestellt hast. Nein, außen, an den Kanten. Er liegt auf Stützen. Du fantasierst. Sieh es dir doch an. Es sind steinerne Pfeiler. Stein sehe ich, aber nicht die Pfeiler. Warte, bis ich tiefer komme. Nun sage noch, es sei ein Tor. Es ist ein Tor. Und wohin führt es? Woher sollte ich das wissen? Vielleicht in die Hölle. Die Hölle unter deinem Gemüse? Der Gedanke scheint dich zu amüsieren. Sehr, dich nicht? Stufen. Wo? Hier, wo ich grabe. Ich sehe nur eine. Wo eine Stufe ist, das sind mehr. Du kennst dich in Höllentoren aus, wie es scheint. Hier ist eine zweite. Eine ganze Treppe? Nein. Diese dritte ist die letzte. Und was kommt dann? So weit bin ich noch nicht. Das Tor lässt auf einen Gang schließen. Ein Gang in die Hölle? An dieser Vorstellung hast du dich festgehalten. Sie regt die Fantasie an. Trotzdem, möchtest du nicht lieber morgen weitergraben? Nein, ich grabe jetzt weiter. Es ist Essenszeit. Das sagtest du bereits. Ich wusste nicht, dass du diesen Begriff auch für uns als anwendbar betrachtest. Das tue ich nicht, aber ich habe Hunger. Dann würde ich dir raten, zum Essen zu gehen. Und du? Ich grabe. Ich will das Tageslicht ausnutzen. Ich habe dich selten so eifrig gesehen. Wie? Nichts! Es ist nicht wichtig! Wolltest du nicht zum Essen gehen? Ich störe dich wohl beim Graben. Ich dachte, du seist hungrig. Ich kann auch warten. Opfere dich bitte nicht.
Ich kann später allein essen. Ich störe dich also doch. Du störst mich nicht. Ich sagte nur, du solltest dich nicht opfern. Das brauchst du nicht zu befürchten. Ich habe nicht gesagt, dass ich es befürchte. Es wird dunkel. Lange kannst du ohnehin nicht mehr graben. Noch sehe ich genug. Die Pfeiler sind sehr lang. Sie reichen bis unter die Stufen. Es ist ein hohes Tor. Du meinst ein tiefes Tor. Wenn du so willst. Und dahinter beginnt der Gang. Ein unterirdischer Gang. Ein Knabentraum. Er führt ziemlich steil hinab. Und was siehst du am Ende? Noch sehe ich nicht bis zum Ende. Aber dort hinten scheint er sich zu weiten. Seltsam. Warum kommst du nicht herunter und siehst es dir an? Ich bin nicht für Höhlen angezogen, geschweige denn für die Hölle. Es ist auch ziemlich kühl. Du wirst dich erkälten. Wie? Ich sagte nur, du wirst dich erkälten. Seit wann bist du so besorgt um mich? Es war nur als Feststellung gemeint. Nimm mir die Hacke ab. Was willst du tun? Ich will in den Gang. Ist es nicht zu dunkel? Wenn es zu dunkel wird, komme ich zurück. Warte nicht auf mich mit dem Essen. Und deine Rettiche? Was sagtest du? Deine Rettiche. Ich verstehe dich nicht. Es ist auch nicht wichtig. Ich gehe essen. Guten Abend, meine Liebe. Du? Da bist du also wieder. Ja, da bin ich wieder. Erstaunt es dich? Wo warst du die ganze Zeit? Die ganze Zeit? Ist sie dir etwa lang geworden? Das habe ich nicht gesagt, ich frage nur. Du weißt doch, wo ich war. Willst du mir erzählen, dass du bis jetzt in deiner Höhle warst? Wäre es nicht als eine Höhle gewesen, so wäre ich nicht bis jetzt unter der Erde geblieben. Aber da war mehr, viel mehr. Sprich nicht in Rätseln. Es ist schwierig, nicht in Rätseln zu sprechen, wenn man von einem Rätsel sprechen soll. So kenne ich dich gar nicht. Was willst du damit sagen? Was sehe ich? Rettiche, schöne, große Rettiche und schneeweiß. Würdest du mir ein Messer geben? Ich habe nämlich großen Hunger. Willst du mir nicht sagen, wo du warst? Ich werde dir gleich erzählen. Erst muss ich von diesen Rettichen kosten. Vorzüglich. Ganz hervorragend. Solche Rettiche habe ich noch nie gegessen. Wo hast du die gekauft? Ich habe sie nicht gekauft. Sondern? Ich habe sie gezüchtet. Du? Warum hast du mir nie gesagt, dass du selbst Rettiche züchtest? Wann hätte ich dir das sagen sollen? Ich habe die Rettiche gesät, nachdem du verschwunden warst. Verschwunden? Was meinst du mit verschwunden? Und heute habe ich die ersten Rettiche geerntet. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Bitte erkläre mir deine Zeitrechnung. Gestern Abend war es, dass ich, wie du es nennst, verschwand. Gestern Abend? Vor 3 Wochen bist du verschwunden. Was sagst du? Vor 3 Wochen? Vor 3 Wochen. Und inzwischen hast du, wie es scheint, den Verstand verloren. 3 Wochen? Etwa 3 Wochen. Ich weiß es nicht auf den Tag. Jedenfalls war es so lang, wie Rettiche zum Reifen brauchen. Das glaube ich dir nicht. Es ist unmöglich, gestern Abend. Wo hast du die Rettiche gesät? Nun, Lattmann hat den Stein entfernt. Den Stein entfernt? Ich meine den Querpfeiler vor deinem Tor. Und du hast? Ich habe? Das Tor zuschütten lassen. Ich habe es selbst zugeschüttet. Also doch. Wann hast du es zugeschüttet? Am nächsten Tag. Ich wusste, dass du nicht weit gehen würdest dort unten und ich stelle fest, dass ich recht gehabt habe. Gib mir noch einen Rettich. Habe ich etwa nicht recht gehabt? Wunderbare Rettiche. Entschuldige, ich habe nicht zugehört. Recht gehabt in was? Du bist dort unten nicht weit gegangen. Ich bin sehr weit gegangen dort unten. Weiter, als du ahnst, meine Liebe. Und weiter, als ich selbst ahnte. Immerhin 3 Wochen. Du willst doch nicht etwa im Ernst behaupten, dass du 3 Wochen unter der Erde warst. Nie hätte ich gedacht, dass es 3 Wochen waren.
Die Zeit verging so schnell. 3 Wochen in Dunkelheit und ohne zu essen oder zu trinken. Nein, mein Lieber. Es war wohl dunkel, aber nicht sehr dunkel. Und ich habe weder Hunger noch Durst verspürt. Und die Kälte? Es war weder kalt noch warm. Wirklich? Und das Seltsame ist, dass man sich noch nicht einmal wundert. Dort unten. Sehr seltsam. Und nun kannst du mir vielleicht auch erklären, wie du wieder herausgekommen bist. Ich weiß. Durch das Loch unter dem Birnbaum im Obstgarten, oder nicht? Nein. Der Palast hat einen zweiten Eingang. Der Palast? Vielleicht hat er sogar mehrere Eingänge, das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich noch nicht überall gewesen. Wovon sprichst du eigentlich? Ich spreche von einem unterirdischen Palast. Ach, es handelt sich also doch nicht um die Hölle. Wenn sie es ist, so ist sie jedenfalls als solche nicht erkennbar. Ein Palast also. Aus was ist er gebaut? Aus was er gebaut ist? Die Frage hat sich mir dort unten nicht gestellt. Mit einer Beschreibung des Materials käme man ihm auch nicht bei. Und ist auch bewohnt, dein Palast? Nein. Er ist leer. Schon das spricht dagegen, dass es sich um die Hölle handelt. Wer weiß, vielleicht ist die Hölle unbewohnt. Wunderbar sind diese Rettiche. Nicht wahr? Aber erzähl mir weiter von deinem Palast. Hat Lattmann den Querpfeiler allein heben können? Er hat ihn sogar allein fortgeschafft. Er ist sehr kräftig. Hat er den Eingang gesehen? Nein. Ich habe ihn vorher zugeschüttet. Ich verstehe. Was verstehst du? Du wolltest die Spuren verwischen. Welche Spuren? Meine natürlich. Du hast keinerlei Spuren hinterlassen. Du warst spurlos verschwunden. Ich habe das Tor offen gelassen. Die Spur führt durch das Tor. Wie lange willst du diese Geschichte noch aufrechterhalten? Willst du mir nicht sagen, wo du wirklich warst? Wo sonst sollte ich denn gewesen sein als unter der Erde? Während ich beim Abendessen saß, hast du dein Loch verlassen und bist verschwunden. Und wo sollte ich mich 3 Wochen lang herumgetrieben haben? Ist immerhin wahrscheinlicher, dass du dich 3 Wochen lang auf der Erde herumgetrieben hast als unter der Erde. Für mich waren es keine 3 Wochen. Für mich waren es eine Nacht und ein Tag. Wie lange es auch nach deiner unterirdischen Zeitrechnung gewesen sein mag, nach irdischer Zeitrechnung waren es 3 Wochen. Ich kann dir die Rettiche zeigen, die über deinem Tor wachsen. Aber du wirst mir schwerlich den zweiten Eingang zu deinem Palast zeigen können. Ich werde es versuchen. Bedenke, dass es dunkel war, als ich herauskam. Wo soll dieser Eingang sein? Am Waldrand muss er sein, ganz nahe dem Steinbruch. Jedenfalls steht Gebüsch davor, ziemlich dicht. Gut. Morgen wirst du ihn mir zeigen. Ich sagte, ich will es versuchen. Wenn du ihn nicht findest, so werden wir uns den Eingang unter den Rettichen wieder freischaufeln. Wozu? Ich dachte, du glaubst mir meinen Palast nicht. Ich glaube ihn dir auch nicht. Kein Mensch glaubt an unterirdische Paläste. Aber du meinst, kein Mensch kann sicher sein, dass es nicht doch welche gibt. Ich will mir ansehen, was es dort unten zu sehen gibt. Das hättest du schon tun können, als das Tor noch offen war. Warum jetzt auf einmal? Nein, gib es zu. Ich habe dich neugierig gemacht. Du weißt, dass ich unten war. Du warst unten, als ich zum Essen ging. Das ist alles, was ich weiß. Ich frage dich, warst du ganz sicher, dass ich nicht mehr unten war, als du das Tor zuschüttetest? Ja, ich war ganz sicher. Aber jetzt bist du es nicht mehr, wie? Du hast irgendein Geheimnis. Allerdings. Das möchte ich ergründen. Du wirst es ergründen. Unten. Ich dagegen habe dich ergründet. Was sollte es an mir zu ergründen geben? Du wolltest mich lebend begraben. Das ist nicht wahr. Wie hast du zum Beispiel dem Personal meine Abwesenheit erklärt? Wie hast du sie Lattmann erklärt? Ich habe ihnen gesagt, du seist verreist. Um sie dann allmählich darauf vorzubereiten, dass ich nicht zurückkehre, nicht wahr? Warum? Wenn man verreist ist, kehrt man doch zurück, oder nicht? Wenn du so sicher warst, dass ich nicht unten sei, so hättest du dir doch denken müssen, dass ich jede Minute zurückkehren könnte. Das dachte ich auch lange noch. Aber irgendwie musste ich doch deine Abwesenheit erklären. Du wolltest sie langsam darauf vorbereiten, dass ich verreist bleibe. Für immer. Du warst verschwunden. Ich war in einem unterirdischen Palast. Nun gut. Damit warst du für die Welt und mich verschwunden. Man selbst kann ja wohl nicht von sich sagen, dass man verschwunden sei. Ich weiß nicht. Hätte ich dort unten darüber nachgedacht, ich hätte vielleicht selbst gesagt, ich bin verschwunden. Das ist das Wunderbare an dem Palast. Aber du hast nicht nachgedacht. Dort unten vergeht dir das Nachdenken. Was tritt an seine Stelle?
Das kann ich dir so wenig beschreiben wie den Palast. Du bist ja ganz verklärt. Verklärt? Wenn du unten gewesen bist, wird dich das nicht mehr wundern. Oder spielst du mir etwas vor? Wozu soll ich dir etwas vorspielen wollen? Gib mir noch einen Rettich. Ich dachte, dass du ihn nicht wiederfinden würdest, deinen zweiten Eingang. Du meinst, du glaubst nicht, dass er existiert? Er existiert so wenig wie dein unterirdischer Palast. Gestern warst du schon näher daran, mir zu glauben. Inzwischen hat meine Vernunft dein Wiedererscheinen verarbeitet. Und was hat sie dir eingeflüstert? Nichts anderes, als dass du 3 Wochen Ferien gemacht hast. Außerdem hatten wir gestern auch noch nicht vergeblich den zweiten Eingang gesucht. Ich habe nicht behauptet, dass ich ihn finden würde. Ich sagte, ich wolle es versuchen. Dann werden wir uns also die Höhle unter den Rettichen freischaufeln müssen. Also doch. Oder willst du etwa nicht mehr? Doch. Ich stelle nur fest, dass du hinab willst, obgleich du nicht an die Existenz des Palastes glaubst. Glauben und Zweifeln sind, wie du vielleicht weißt, zweierlei. Ich zweifle an der Existenz deines Palastes. Aber du hältst sie ihm doch nicht für ausgeschlossen. Sonst würde ich nicht hinunter wollen. Du willst also hinunter? Ich dachte, darauf hätten wir uns schon geeinigt. Vorausgesetzt, dass du auf den Genuss der wunderbaren Rettiche verzichten willst. Warum sollte ich darauf verzichten? Ich werde sie allein essen. Du wirst sie... Ach, ich verstehe. Ich soll allein gehen. Ich zwinge dich nicht zu gehen. Aber du willst nicht mitkommen? Seit wann verlangt es dich nach meiner Gesellschaft? Du willst nicht mitgehen? Damit diesmal du das Loch zuschütten kannst? Vorsicht, du verrätst dich. Was soll das heißen? Du verrätst dich, indem du mir deine Motive unterschiebst. Du wusstest also, dass ich unten war, als du das Tor zugeschüttet hast. Wie oft soll ich's dir denn noch sagen? Ich wusste es nicht. Ich glaubte vielmehr zu wissen, dass du nicht unten warst. Aber du willst es zuschütten, weil du weißt, dass ich unten bin. Ich werde es nicht zuschütten, obgleich ich weiß, dass es einen anderen Eingang gibt. Hilfst du mir graben? Und die Rettiche? Willst du sie nicht vorher ernten? Zieh du sie heraus. Ich fange inzwischen an zu graben. Sie sind fast alle reif. Du wirst den Rettichen schwelgen. So wie du im unterirdischen Palast. Die Erde ist sehr locker. Daher sind die Rettiche auch so gut geworden. Das macht es aber umso schwerer, das Loch offen zu halten. Willst du damit sagen, dass es sich von allein zuschüttet? Ich werde es offen halten. Wunderbare Rettiche sind das. Vielleicht sollte man noch einmal Rettiche sehen. Um mich darunter zu begraben. Ich meine, wenn du wieder oben bist. Wenn ich so lange unten bleibe wie du, dann ist es für Rettiche zu spät. Für Münchner Bierrettiche, ja, aber nicht für Ulmer Eiszapfen. Ulmer Eiszapfen schmecken nicht so gut wie Münchner Bierrettiche. Außerdem werden sie im Herbst leicht holzig. Wenn du den Querpfeiler nicht hättest entfernen lassen, wäre die Arbeit leichter. Ich konnte nicht wissen, dass es dort unten einen Palast gibt. Du könntest oben die Erde wegschaufeln. Sollte ich etwas Wärmeres anziehen? Du spürst keine Kühle dort unten, wenn du einmal tiefer kommst. Ich habe sie auch nicht gespürt. Ich bin empfindlicher als du. Woher weißt du, wie empfindlich ich bin? Was könnte man im Herbst noch sehen? Du hast doch kein freies Beet mehr. Ich meine, wenn du zurück bist. Nur Spinat. Spinat.
Warum kommst du nicht mit? Das Erlebnis ist stärker, wenn man allein ist. Es ist selten, dass du Verlangen nach meiner Gesellschaft hast. Ich habe nicht gesagt, dass ich Verlangen nach deiner Gesellschaft habe. Ich wundere mich nur. Du warst doch so begeistert von deinem Palast. Du willst, dass ich mit dir komme, weil du Angst hast, dass ich das Loch zuschütte. Und wenn es so wäre? So solltest du dir an mir ein Beispiel nehmen. Ich hatte keine Angst. Und du hast es doch zugeschüttet. Und dafür willst du dich jetzt an mir rächen? Ich habe dir gesagt, dass ich das Loch nicht zuschütten werde. Mehr kann ich nicht tun. Die Angst kann ich dir nicht nehmen. Die Angst ist deine Sache. Aber ich zwinge dich ja nicht, hinabzusteigen. Ich will deinen Palast sehen. Du glaubst doch gar nicht an meinen Palast. Nein, dich zwingt etwas anderes. Etwas anderes? Was sollte das sein? Wenn ich dir jetzt sagte, dass es dort unten gar keinen Palast gibt, würdest du dann hinabsteigen? Willst du damit sagen, dass es den Palast nicht gibt? Nein, das will ich nicht damit sagen. Es gibt ihn also? Gewiss. Dann verstehe ich deine Frage nicht. Es ist auch nicht wichtig. Vielleicht verstehen wir einander erst, wenn wir beide den Palast gesehen haben. Ich glaube, es ist soweit. Das Loch ist sehr eng. Komme ich da wieder heraus? Ich werde es an den Rändern noch ein wenig erweitern. Natürlich! Der Querpfeiler hätte nicht entfernt werden sollen. Ich frage mich immer noch, wozu das nötig war. Es war wegen deiner Rettiche. Meiner Rettiche? Du dachtest doch, dass ich nicht mehr zurückkehre. Als ich die Rettiche säte, dachte ich es noch. Aber als du sie erntetest, dachtest du es nicht mehr, weil du wusstest, dass ich unten war. Nein. Aber du warst 3 Wochen verschwunden. Was hätte ich denn denken sollen? Was hättest du an meiner Stelle gedacht? Lassen wir dieses Gespräch. Du kannst jetzt hinuntergehen. Es ist immer noch ziemlich eng. Ich helfe dir. Vorsicht, dass du nicht ausrutschst. Es ist sehr steil. Wenn du wieder herauskommst, hast du festeren Halt. Meinst du? Und weiter innen wird es flacher. Wird es nicht sehr dunkel sein? Es ist hell genug. Wie? Du wirst alles sehen, was zu sehen ist. Was sagtest du? Nichts. Es ist nicht wichtig. Guten Abend, mein Lieber. Da bist du also wieder. Ja, da bin ich wieder. Erstaunt es dich? Ich hatte dich kaum noch erwartet. Und wie war es dort unten? Es war atemberaubend. Atemberaubend. So. Ich habe also recht gehabt. Du? Du hast mir ja nichts erzählt. Aber vielleicht hast du darin recht gehabt, dass es sich nicht beschreiben lässt. Und weißt du auch, wie lange du fort warst? Mir ist, als sei ich gestern erst hinabgestiegen. Aber auf deinem Tisch stehen keine Rettiche mehr. Es muss also länger her sein. Es sind beinahe 4 Wochen. 4 Wochen? Das kann doch nicht sein. Es kommt mir vor, als sei ich die ganze Zeit gelaufen. Aber es hat dich, wie ich feststelle, nicht ermüdet. Im großen Innenhof habe ich mich ein paar Minuten hingesetzt. Oder zumindest, es schien mir nur ein paar Minuten zu sein. Vielleicht waren es aber auch Tage. Wo war das? Im großen Innenhof. Im 2. Unter den Säulen. Erinnerst du dich nicht? Die Erinnerung schwindet. An Säle erinnere ich mich, auch an Säulen. Aber nicht an Höfe. Aber ich habe es nicht lange ausgehalten. Es war zu still. Die Stille schien mir eben das Wunderbare. Wunderbar, aber unheimlich. Beim Gehen habe ich wenigstens meine Schritte gehört. Ja, man fühlt sich einsam dort unten. Aber das ist auch wieder das Großartige daran. Vielleicht sollten wir noch einmal zusammen hinuntergehen. Du willst wieder hinunter? Du nicht? Doch, doch. Ich hatte die Absicht, einmal wieder hinunterzugehen. Ich gehe mit. Wann wollen wir gehen? Wann du willst. Aber
Würdest du denn den zweiten Eingang finden? Den zweiten Eingang? Woher weißt du, dass ich... Wir können doch durch die Höhle im Rettichbeet gehen, oder nicht? Das können wir nicht. Du meinst, du hast... Ich habe sie zugeschüttet. Also doch. Ich habe also recht gehabt. Ich wusste, dass deine Versprechen nicht viel wert sind. Ich habe sie länger als 3 Wochen offen gehabt. Das glaube ich dir nicht. Du kannst Lattmann fragen. Du nennst deine Zeugen zu schnell, mein Lieber. Hat er das Loch 3 Wochen lang offen gesehen? Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Vor 3 Tagen habe ich ihm gesagt, er soll es zuschütten, wenn er mit den Obstbäumen fertig sei. Gestern Abend hat er es noch nicht zugeschüttet, da habe ich es selbst getan. Warum? Ich wollte Spinat sehen. Du wolltest Spinat sehen? Nach beinahe 4 Wochen durfte ich gewiss sein, dass du nicht zurückkehren würdest. Zumindest nicht durch dieses Loch. Und ich habe recht gehabt. Natürlich hast du recht gehabt. Ich hätte ja auch gar nicht durch dieses Loch hinaufkommen können. Da es zugeschüttet war. Du hast es ja gar nicht versucht. Woher weißt du das? Wenn man durch alle Räume des Palastes gegangen ist, ist man am zweiten Eingang. Hättest du diesen Ausgang versucht, so wärst du noch lange nicht zurück. Im Übrigen bezweifle ich, ob du überhaupt im Palast warst. Wollen wir Erinnerungen austauschen? Würdest du den zweiten Eingang finden? Ich werde es versuchen. Auch als ich heraustrat, war es dunkel. Morgen werden wir es zusammen versuchen. Jetzt glaubst du mir nicht, dass ich im Palast war? Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube, sondern dass ich es bezweifle. Aber ich stelle fest, dass du mir inzwischen glaubst, dass ich im Palast war. Ob du wirklich unten warst, weiß ich nicht. Aber ich habe mich überzeugt, dass es ihn gibt. Hätte ich dir nicht davon erzählt, so hättest du dich nie überzeugt. Sieh da, sagte der Blinde zum Sehenden, ein Löwe. Und der Sehende sah tatsächlich einen Löwen. Woher weißt du, dass dort ein Löwe ist? Fragte der Sehende den Blinden. Ich habe ihn mir erträumt, sagte der Blinde. Vielleicht hast du geträumt. Und ich habe gesehen. Sagtest du nicht, ich sei ganz verklärt gewesen, als ich zurückkam? Zu Verklärung gibt es mancherlei Gründe. Vielleicht warst du glücklich, mich eines Verbrechens an dir überführt zu haben. Aber inzwischen habe ich dich überführt. Werfen wir einander nichts vor. Diese Rechnung geht nicht auf. Ich habe 3 Wochen gewartet, bis ich das Loch zuschüttete. Aber du... So? Und was hast du dem Personal gesagt? Und Lattmann? Du seist verreist. Genau das, was ich gesagt habe. Haben sie es geglaubt? Das weiß ich nicht. Ach, man sieht es den Leuten doch an, ob sie etwas glauben oder nicht. Du magst es ihnen ansehen, ich nicht. Siehst du mir an, ob ich dir glaube? Ich sehe dir noch viel mehr an. Nämlich, dass ich dir nicht glauben kann. Du hast das Loch sofort zugeschüttet. Und selbst wenn ich es getan hätte, ich wusste, dass der Palast einen zweiten Eingang hat. Das wusstest du nicht, als du das Loch zuschüttetest. Von dem zweiten Eingang wusstest du nur, wenn du wirklich unten warst. Frag doch Lattmann. Er war bei den Obstbäumen, als ich es ihm sagte. Wundert er sich nicht, dass das Loch wieder offen war? Du magst den Leuten ansehen, ob sie sich wundern. Ich nicht. Er sagte auch, unter dem Birnbaum sei ein großes Loch. Er schüttet es aber nicht zu, weil er es beobachten wolle. Es sei vielleicht ein Fuchsbau. Du lenkst ab und du redest zu viel. Als du Lattmann sagtest, er solle das Loch zuschütten, hattest du es wahrscheinlich schon längst zugeschüttet. Wozu hätte ich es ihm dann sagen sollen? Damit er mir die gewünschte Antwort gibt, natürlich. Aha! Du weißt demnach, dass ich fest mit deiner Rückkehr rechnete. Nun, du wirst sie nicht für ausgeschlossen gehalten haben. Und daher wolltest du dich sichern. Spinat! Hast du ihn schon gesät, deinen Spinat? Heute habe ich ihn gesät, vor 1 Stunde. Werde mir das Beet morgen ansehen. Du wirst feststellen, dass der Same noch nicht aufgegangen ist. Vielleicht hast du wirklich erst vor 1 Stunde gesät. Dennoch kann das Loch schon lange zugeschüttet sein. Du wirst feststellen, dass die Erde noch locker ist. Was hast du festgestellt, als du das Loch für mich wieder öffnetest? Und doch war es schon 3 Wochen geschlossen. Erde bleibt lange locker. Wie dem auch sei. Bevor wir im Garten graben, werden wir den zweiten Eingang suchen. Und bevor wir ihn suchen, sehe ich mir deinen Spinat an. Vielleicht ist er gerade kochfertig, wenn wir zurückkommen? Woher zurückkommen? Aus unserem unterirdischen Palast. Ach so. Das hängt davon ab, wie lange wir unten bleiben.
Ich habe keinen Moment daran gezweifelt, dass auch du den zweiten Eingang nicht finden würdest. Dennoch gibt es ihn. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich bin ja selbst hindurchgegangen. Du hast ihn nicht an derselben Stelle gesucht wie ich. Und was soll das beweisen? Nichts. Es bestärkt nur meinen Zweifel, ob du wirklich dort warst, wo ich war. Eben das bezweifle ich auch, denn ich war im Palast. Ich auch. Aber wie du schon sagtest, vielleicht hat er mehrere Eingänge. Es scheint mir müßig, die Möglichkeiten zu erwägen. Steigen wir zusammen hinab. Nimm du die Schaufel, ich nehme den Spaten. Du willst also auf deinen kostbaren Spinat verzichten? Ich weiß, es behagt dir, in mir einen Menschen zu sehen, dem Spinat viel bedeutet. Warte. Ich will ihn mir erst ansehen. Du wirst noch nichts sehen. Nun? Der Samen ist noch nicht aufgegangen. Du siehst also, dass ich gestern erst gesät habe. Ja. Aber ich sehe nicht, wann das Loch zugeschüttet wurde. Warum hast du Lattmann nicht gefragt? Willst du, dass ich mir deine Aussagen vom Gärtner bestätigen lasse? Mir ist es gleichgültig. Es wirft kein schlechtes Licht auf mich, sondern auf dich. Damit rechnest du ja, wenn du sagst, ich soll ihn fragen. Außerdem habe ich ihn nicht gesehen. Ich denke, er ist bei den Obstbäumen. Wie immer. Nun ist es ja gleichgültig. Wir müssen ein breites Loch schaufeln diesmal. Oben ist niemand, der es für uns offen hält. Und wenn die Erde nass wird, rutscht sie nach. Es sieht nicht nach Regen aus. Jetzt nicht, aber innerhalb 3 oder 4 Wochen wird es gewiss irgendwann regnen. Gedenkst du so lange unten zu bleiben? Lange? Bedenke, dass wir dieses Mal beide die irdische Zeitrechnung abstreifen werden. Die Zeit wird uns nicht lang werden. Und wenn wir den zweiten Eingang nicht finden, dann müssen wir hier ja zurück und es wird doppelt so lange dauern. Nach unterirdischer Zeitrechnung sind das 2 Tage. Außerdem, warum sollten wir ihn nicht finden? Wir haben ihn doch beide gefunden, unabhängig voneinander. Der Palast mündet in ihn, soweit ich mich erinnere. Soweit ich mich erinnere, gab es noch andere Möglichkeiten. Umso besser. Vielleicht bieten sich uns neue Wege. Für mich haben sich die Möglichkeiten des Ersten noch nicht erschöpft. Ich stoße schon durch. Soll ich dir helfen? Bleib lieber oben und schaufle die Erde weg, damit sie nicht nachrutscht. Da muss ich mein Salatbeet opfern. Opfere es ruhig. Bis wir wiederkommen, ist er ohnehin ins Kraut geschossen. Wer weiß. Vielleicht komme ich vor dir zurück. Warum? Hast du die Lust verloren? Oder vielleicht willst du das Loch über mir wieder zuschütten, um deinen Salat zu retten? Ich sage ja nur, vielleicht. Vielleicht gefällt mir der Palast nicht mehr. Gestern noch warst du ganz Schwärmerei. Sagtest du nicht, dass das Erlebnis stärker ist, wenn man allein geht? Du würdest also lieber allein gehen? Das habe ich nicht gesagt. Oder ist es nur, dass du mir das Erlebnis gönnen willst? Nun, vielleicht gehe ich später noch einmal allein hinab. Das kannst du tun, wenn du willst. Aber jetzt kommst du mit mir. Ich will nicht, dass du das Loch noch einmal über mir zuschüttest. Selbst wenn ich es täte. Es gibt ja da noch den zweiten Eingang. 2 Möglichkeiten sind immer besser als eine. Ich bin soweit. Komm! Ist das Loch jetzt breit genug? Du siehst doch, dass ich schon darinnen stehe. Auch für den Fall von Regen? Es kann nichts geschehen. Komm, ich helfe dir hinab. Geh du zuerst. Ich bin ja schon unten. Geh du voran. Nicht bevor ich dir nach unten geholfen habe, sonst rutschst du aus. Die Erde ist feucht. Nimm meine Hand. Danke, es geht schon. Aber du musst mir Platz machen. Ich fange dich auf. Spring herab! Zieh mich doch nicht! Ich halte dich nur an der Hand, sonst rutschst du! Es ist sehr eng. Nicht enger als früher. Mir kommt es enger vor. Für 2 ist es immer enger als für einen. Es wird gleich breiter, wie du weißt. Wir werden den 2. Eingang finden müssen. Durch diesen kommen wir nicht wieder hinauf. Ich schaffe es. Aber ich nicht. Ich werde dich hinaufziehen, wenn ich oben bin. Wenn du oben bist. Außerdem werden wir den 2. Eingang finden.
Gehen wir. Es wird ziemlich dunkel. Das Auge muss sich an die Dunkelheit gewöhnen. Ich hatte es heller in Erinnerung. Ich auch. Es war heller, wenn auch nicht hell. Jetzt muss sich der Gang bald weiten. Jedenfalls habe ich es so in Erinnerung. Du nicht? Ich weiß nicht. Noch nicht, glaube ich. Noch ein kleines Stück. Führt er nicht vorher ein wenig nach links? War es nicht rechts? Vielleicht. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht irre ich mich. Es wird immer dunkler. Meine Augen scheinen sich an die Dunkelheit nicht zu gewöhnen. Es dauert seine Zeit. Aber ich habe für alle Fälle eine Lampe mitgenommen. So? Es war dir also nicht hell genug. Es gab da Einzelheiten, die ich mir näher betrachten wollte. Zum Beispiel? Nun, einiges im großen Säulengang. Im großen Säulengang? In welchem? Er führt, soweit ich mich erinnere, in den großen Saal, den letzten. Ach, dort. Ich fand, dass gerade dort alles ziemlich deutlich zu sehen war. Du wirst manches besser sehen. Da du schon die Lampe bei dir hast, warum machst du sie nicht an? Ich will die Batterie sparen. Wir werden sie später brauchen, wenn wir im Palast sind. Hier ist es noch nicht sehr interessant. Aber dunkel. Wir können nicht fehlgehen. Aber hinfallen. Halte dich an mir fest. Soweit ich mich erinnere, müssten wir bald auf die Fassade stoßen. Wenn der Gang sich weitet. Er weitet sich noch nicht. Das kannst du in der Dunkelheit nicht sehen. Wenn du deine Lampe nicht anmachen willst, so mache ich meine an. Sieh an. Du hast also auch eine Lampe mitgebracht. Auch mir war es nicht überall hell genug das letzte Mal. Wie soll ich dann dein Erstaunen darüber erklären, dass es mir nicht hell genug war? Als du zurückkehrtest, sagtest du, es sei nicht dunkel gewesen. Aber als ich zurückkehrte, habe ich davon nichts gesagt. Du hast mir Einzelheiten beschrieben. Ich musste sie mir oft genug ertasten. Mit der Lampe werde ich sie sehen. Warum machst du sie nicht an? Du scheinst sie zu brauchen. Du gehst voran. Wenn du unbedingt willst. Die Wände sind sehr dunkel. Natürlich sind sie dunkel. Sie sind aus dunkler Erde. Im Palast sind sie heller. Viel heller. Was sagtest du? Ich sagte, viel heller. Jetzt! Was? Dort hinten weitet es sich. Ja, ich erinnere mich. Aber der Gang führt nicht nach links. Aber auch nicht nach rechts. Seltsam, wie die Erinnerung nachlässt. Ja. Vorsicht, eine Schwelle. Jetzt kommt der Vorplatz. Stein. Granit. Ich hatte es für Marmor gehalten. Unter der Erde gibt es keinen Marmor. Wenn es unter der Erde Paläste gibt, warum dann nicht auch Marmor? Es ist kein Marmor, es ist Granit. Der Palast ist aus Granit. Nicht der ganze Palast. Wir hätten kein Licht machen sollen. Dann wäre es Marmor geblieben. Granit ist mir gut genug. Das Material macht es nicht aus. Gib Acht, der Boden ist glitschig. Es rieselt von den Wänden. Daran erinnere ich mich gar nicht. Gleich wird es wieder trocken. Im Palast ist es trocken. Und warm. Hier
weitet es sich. Jetzt muss die Fassade kommen. Gleich haben wir sie vor uns. Ein paar Schritte noch. Ob sie noch so großartig wirkt? Das zweite Mal? Hier sind wir. Nein, noch nicht. Doch! Leuchte nach oben! Nein. Wir sind noch nicht da. Aber es geht nicht weiter. Es muss weitergehen. Ich erinnere mich doch. An was? An was erinnerst du dich? Den ganzen Weg erinnerst du dich. Erinnerst du dich denn nicht? Meine Erinnerung lässt nach. Obgleich ich diese Wände zu erkennen glaube. Hier, links. Oder war's hier? Du müsstest es doch wissen. Ich? Was müsste ich wissen? Wo es weitergeht. Warum ich besser als du? Du bist gestern erst zurückgekehrt. Bei mir ist es länger her. Ich erinnere mich nicht. Du warst auch länger unten. Hast dich sogar ausgeruht. Wo ist denn dieser große Innenhof? Erst kommt der kleine Innenhof. Und wo ist der? Warum fragst du mich? Wo ist dein Säulengang? Wo ist dein Palast? Du warst nie hier unten. So wenig wie du hier unten warst. Noch nicht einmal bis hierher bist du vorgedrungen. Du auch nicht. Nein. Ich auch nicht. Warum sollte ich auch? Und warum ich? Du. Du hast mich hierher gelockt. Ich habe dich nicht gezwungen. Du warst freiwillig unten. Und ich hatte dir deinen Palast geglaubt. Du hast mir meinen Palast so sehr geglaubt, dass ich ihn schließlich dir geglaubt habe. Aber du hast das Spiel erfunden. Ich habe es nur wiederholt. Ich habe dir 3 Wochen Urlaub von mir gegeben. War das kein annehmbares Spiel für dich? Und für dich nicht? Doch, für mich auch. Aber du hast das Spiel weitergetrieben. Nicht weit genug. Du hast das Tor zugeschüttet, um mich zu begraben. Ich habe das Tor zugeschüttet, um Rettiche zu sehen. Rettiche auf meinem Grab. Dein Grab. Ich wusste genau, dass du nicht hier unten bist. Aber du hast mich nach unten geschickt, um mich zu begraben. Ich wusste, dass du nicht weitergehen würdest, als ich gegangen bin. Du hast also doch nicht 3 Wochen gewartet. Du siehst, dass es gar nicht nötig war. Wie du sehr richtig sagtest, es gibt keine unterirdischen Paläste. Trotzdem hast du alles aufgeboten, um mich zu überzeugen. Ich wollte wissen, was du tust. Wo warst du 4 Wochen? Wo warst du 3 Wochen? Genügt es nicht, dass ich dich 3 Wochen von meiner Gegenwart befreit habe? Gut, einigen wir uns. Wir sind einander nichts schuldig geblieben. Alles soll sein wie zuvor. Und gehen wir zurück? Es wird kalt in deinem unterirdischen Palast. Es tut mir leid, dass es dir nicht gefällt. Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Bedenke bitte, dass du ohne mich nicht wieder herauskommst. Ich kann rufen. Hört dich jemand? Lattmann ist bei den Obstbäumen. Gehen wir. Achtung! Hier ist das, was wir die Schwelle nannten. Du hast also an den Palast geglaubt. Ich wollte das ergründen, was ich für dein Geheimnis hielt. Und warum bist du dann nicht bis zum Ende gegangen? Ich hatte Angst. Vor mir? Vor dem Unbekannten, von dem du nur ein Teil bist. Aber du, warum bist du nicht bis zum Ende gegangen? Der gleiche Grund. Du bist feige. Wäre ich weniger feige gewesen, so hättest du mich begraben. Woher weißt du, dass ich nicht mit deiner Feigheit gerechnet habe? Wo warst du die 4 Wochen? Ich bin gereist. Und wo warst du? Ich auch. Wohin? Zu alten Lieben. Und wenn ich neue Lieben gewonnen hätte, würde es dich interessieren? Wenig.
Ich dachte, du wolltest mein Geheimnis ergründen. Deine Eskapaden rechne ich nicht zu den Geheimnissen. Warum fragst du dann? Eine Höflichkeitsfrage, du hast ja auch gefragt. Hier geht es aufwärts. Gib Acht, dass du nicht ausrutscht. Der Boden ist glitschig. Hier wird es enger. Stoß dich nicht. Granit. Marmor. Müsste es nicht schon heller werden? Vom Eingang her? Noch nicht. Und du? Warst du bei alten Lieben? Interessiert dich das? Ein wenig Gespräch verkürzt deinen dunklen Weg. Vielleicht ist der Weg zu kurz für die Erzählung aller meiner Erlebnisse. Unterhalten wir uns also über etwas anderes. Jetzt müsste man aber Licht sehen. Wahrscheinlich sieht man es auch, wenn ich die Lampe ausmache. Warum machst du sie nicht aus? Mach sie aus! Nein. Noch nichts. Es bleibt dunkel. Seltsam. Wir sind wohl noch nicht so weit. Vielleicht ist es schon dunkel draußen. Droben? Unmöglich. Es ist Vormittag. Du vergisst, dass die Zeit hier schneller vergeht. Deine Scherze sind nicht mehr angebracht. 3 Wochen in 24 Stunden. Ich möchte nun doch gerne wissen, warum du so verklärt warst, als du zurückkamst. Wir werden genug Zeit haben zu ausführlichen Berichten. Waren es neue Lieben oder waren es die alten? Ich fürchte, dein Humor wird dir jetzt vergehen. Was hast du vor? Diese Frage scheint mir schon eher am Platz. Der Eingang ist nämlich zugeschüttet. Was sagst du? Zugeschüttet. Nein! Hier müsste es hinaufgehen. Die erste Stufe. Und was geschieht jetzt mit uns? Wir haben genug Muße, es uns auszumalen. Du meinst, wir müssen im unterirdischen Palast bleiben. Rufen! Hier hört uns niemand. Du. Es ist deine Schuld. Es wäre müßig, die Schuldfrage klären zu wollen. Erdmann hat... Ja, er hat. Aber darauf kommt es jetzt nicht mehr an. Du hast ihm gesagt, er soll das Loch zuschütten. Als ich es ihm sagte, konnte ich nicht wissen, dass er es über uns zuschütten würde. Ich will hier raus! Das ist auch einer meiner liebsten Wünsche. Lebendig begraben. So würde es in der Zeitung stehen, würde man uns jemals entdecken. Unter Rettichen und Spinat. Im Augenblick stehen wir unter deinem Salat. Unter meinem Salat begraben. Du hättest den Querpfeiler nicht entfernen lassen sollen. Als ob du ihn hättest heben können. Aber vielleicht hätte man uns gefunden. Wer sollte uns finden? Vielleicht Lattmann. Lattmann, der ist schon längst wieder bei den Obstbäumen. Dann der Nächste, der das Gemüsebeet bestellt. Bis dahin sind wir längst Skelette. Immerhin. Man hätte unsere Skelette gefunden. In ehelicher Treue vereint. Nachdem jeder Partner zum Schluss noch seinen kleinen Urlaub hatte. Nebeneinander liegend. Knochen an Knochen. Legendenstoff. Es wird eng hier. Gehen wir zurück, meine Liebe. Zurück wohin? In den Palast. Es ist breiter dort. Platz zum Sitzen. Ich nehme an, wir werden uns bald legen wollen. Ich will nicht! Aber das Tor. Was sagst du? Dieses Tor. Was hat es zu bedeuten? Wie kommt das Tor unter das Beet? Wie du siehst, führt es doch in die Hölle.
Vorsicht, es geht abwärts. Nein. Nein. Es wird in den Palast. Ich sehe, du richtest dich ein. Du tust gut daran. Achtung, stoß dich nicht. Stoßen an was? Hier kommt wieder der Stein. Granit. Es ist Marmor. Ja, das ist die rechte Art, den Dingen zu begegnen. Hier wird es wieder breiter. Gleich haben wir ihn wieder vor uns. Was, meine Liebe? Nanntest du mich Liebe? Gewiss. Man hat einiges nachzuholen. Was haben wir gleich wieder vor uns? Den Palast. Seine großartige Fassade. Ich sehe, du machst es zum System. Ich beneide dich. Hier sind wir. Und hier bleiben wir. Ist er nicht herrlich? Bis zum Ende. Betrachte ihn dir recht. Was soll ich noch betrachten? Den Palast. Den Palast? Ja. Lass mich ihn recht betrachten. Wir haben ja Zeit. Viel Zeit. Viel Zeit, ja. Setz dich neben mich. Ja. Er ist einzigartig. Wir haben lange nicht so gesessen. Haben wir je so gesessen? Vielleicht früher einmal. Früher? Ja. Ich erinnere mich. Früher oft. Siehst du den Palast? Er ist atemberaubend. Die Fassade. Marmor. Wir wollen hineingehen. Wir müssen die Schuhe ausziehen. Du hast recht. Hältst du mir die Lampe? Wozu brauchen wir eine Lampe? Ist es nicht hell genug? Es blendet. Der Widerschein im Marmor. Was tust du? Werfe die Schuhe weg. Wir brauchen sie nicht mehr. Es ist so warm. Ich will mir den Mantel ausziehen. Gehen wir hinein. Bleiben wir noch einen Augenblick so. Ja. Leg deinen Kopf hierher. Es scheint, als komme der Palast auf uns zu. Er kommt auf uns zu. Wir schweben. Halte mich fest. Ich halte dich. Das Tor. Hättest du es nicht entdeckt, so wären wir nicht hier. Welches Tor? Ich erinnere mich nicht. Es war im Garten. Aber das ist schon lange her. In welchem Garten? Im Gemüsegarten. Unter den Rettichen, glaube ich. Rettiche? Ja, jetzt entsinne ich mich. Du hast sie so gern gegessen. Und daher hast du sie so gern für mich gezüchtet. Ich wollte etwas für dich tun. Du hast immer alles für mich getan. Es war wenig genug. Ich erinnere mich an nichts. 3 Wochen warst du fort, um den Palast für mich zu suchen. Ich? Hast du ihn nicht für mich gesucht? Ich erinnere mich nicht. 4 Wochen warst du fort. Die Zeit wurde mir sehr lang. Jetzt trennen wir uns nicht mehr. Nie mehr. Wir bleiben im Palast zusammen. Und allein. Wie still es ist. Wollen wir die Räume erforschen? Ja. Sind viele Türen da? Versuchen wir sie. Verschlossen. Alle verschlossen. Wir müssen die Geheimtür suchen.
Die Tapeten abklopfen? Du hast recht. Ich finde sie nicht. Ich habe sie gefunden. Sie ist sehr eng. Wir müssen hintereinander gehen. Nimm mich bei der Hand. Ein Loch. Kaum groß genug, um hineinzukriechen. Geh du zuerst. Ich komme kaum hinein. Es ist wie eine Höhle. Es muss sich gleich wieder öffnen. In innere Gemächer. Noch öffnet sich nichts. Was siehst du? Dunkel. Die inneren Gemächer scheinen dunkel zu sein. Ich komme dir nach. Warte auf mich. Jetzt sehe ich etwas. Was ist es? Ich sehe ein Stück Himmel. Täuschst du dich nicht? Himmel! Zwischen Baumwurzeln und Erde und Moos. Dann sind es die Palastgärten. Die Palastgärten. Ja, meine Liebe, du hast recht. Es sind die Palastgärten. Genauer gesagt, die Obstgärten. Die Geheimtür sollte in die Obstgärten führen. Sie führt unter den Birnbaum im Obstgarten. Verstehst du? Das Loch unterm Birnbaum. Welcher Birnbaum? Kennst du dich aus? Einigermaßen. Nicht so gut wie Lattmann. Lattmann? Ach, jetzt verstehe ich. Das Loch unterm Birnbaum. Es ist also doch kein Fuchsbau? Ich habe nie behauptet, dass es einer sei. Lattmann hielt es für möglich. Kannst du ihm ja erklären, was er wirklich ist. Übrigens, man sollte diesen Baum stutzen. Und belass das, Lattmann. Er weiß es am besten. Kümmere du dich lieber um dein Gemüse. Spinat. Du hast recht. Ich werde jetzt neuen Spinat sehen. Es ist noch nicht zu spät. Ich mache dich darauf aufmerksam, dass du keine Schuhe anhast. Du wirst dich erkälten. Seit wann bist du so besorgt um mich? Es war als Hinweis gemeint. Ach so. Außerdem ist es Zeit zum Mittagessen. Wir haben lange nicht mehr zusammen gegessen. Tun wir nicht, als wäre uns die Zeit lang geworden. Das war auch nicht meine Absicht. Nichts lege mir ferner.